Wir feiern Jubiläum, Schicht 10 beim Mannersrock. Und Jubiläum ist ja auch immer ein Rückblick. Und beim Rückblick ist uns aufgefallen, bei Schicht 1 hatten wir eine ganz großartige Band, die innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft war bei uns. Das war Radio Doria. Deshalb war für uns klar, beim ersten kleinen Jubiläum gucken wir zurück, haben Radio Doria zu Gast. Ich freue mich, dass Jan bei mir ist und Timon. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie es euch so ergangen ist in den letzten 2,5 Jahren seitdem und uns. Vielleicht fangen wir mit euch an. Wie ist es euch ergangen? Uns ist es eigentlich ganz gut gegangen. Wir haben eine neue Platte gemacht in den letzten 2 Jahren. Deswegen freuen wir uns auch jetzt hier zu sein und nicht nochmal nur das alte Programm nochmal zu spielen. Obwohl wir auch dafür gerne gekommen wären. Und wir haben Miners Rock eine gute Erinnerung. Wir wissen, dass damals die Leute verdammt geduldig auf uns gewartet haben, weil es aus irgendeinem Organisationsfuck verschiedene Anfangszeiten gegeben hat und wir einfach eine andere Anfangszeit hatten als die meisten Leute hier. Aber es hat der Stimmung keinen Abbruch getan, das muss man auch sagen. Die Leute waren super drauf hier, wir haben es in bester Erinnerung. Vorstellen, wenn man so eine neue Platte ja, promotet. Ich meine, das ist ja ein Stück weit auch Arbeit. Die Leute sollen ja wissen, dass es die neue Scheibe gibt. Wir haben gesehen, ihr habt auf dem Brocken ein Konzert gegeben, zum Beispiel Frühstücksfernsehen. Da steht man ja auch nicht erst um 12 auf und guckt dann mal vorbei, sondern wie stelle ich mir so eine Promo-Woche vor, wenn ihr beiden unterwegs seid und die Platte anschiebt? Ja, es ist krass, weil wir sind jeden Tag dann in 3 unterschiedlichen Städten. Sind viel bei Radiostationen. Ich meine, im Fernsehen gibt es kaum noch Musik. Wenn du Fernsehsendungen guckst, gibt es nur noch ganz selten Sendungen, die sich das leisten, Musik zu haben in ihren Shows. Deswegen ja, ist es rar gesät und dir bleibt das Radio. Das Radio ist immer noch ein großer Kommunikator, finde ich. Und wir lieben Radio, wir haben es ja schon im Namen Radio Doria verewigt und das machen wir dann. Wir gehen dann, packen einen Koffer ein und dann geht's los. Sitzen in irgendwelchen Bussen, Zügen, keine Ahnung, was uns da vorwärts bewegt. Schlafen mal zwischendurch ein, weil die Nächte sind sehr kurz. Dann weckt einer den anderen, heißt das Aussteigen, wir sind in, guckt man nochmal auf das Schild da oben. Und dann geht's zu den Radiostationen. Und viele Radiostationen haben heute einfach diese Ideen, ihren Leuten, ihren Hörern mehr zu bieten, als nur so ein bisschen Gequatsche aus dem Lautsprecher. Und bieten ihnen Konzerte an, Begegnungen live. Radio hat ja selten ein Gesicht. Man hört immer nur die Stimme, aber man weiß nie, wie die aussehen. Und da hat sich auch viel getan bei den Sendern. Und das haben wir alles hinter uns gebracht und hatten eigentlich viel Spaß dabei, muss man sagen. War eine gute Rutsche. Heute ist ein schöner Tag, obwohl ich mich heute selbst nicht mag. Ich bin so, oh, 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 oh. Heute bin ich mir zu viel, ich hab den ganzen Tag nur ein Gefühl. Es ist so, die hatten verlassen ein sinkendes Schiff. Dabei war ich erschöpft, hatte alles im Griff. Was hab ich hier verloren? Warum bin ich nicht bei dir? Nur einen Tag länger, dann starbe ich vor Sehnsucht hier. Oh, 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 oh. Was hab ich hier verloren? Warum bin ich nicht bei dir? Nur einen Tag länger, dann starbe ich vor Sehnsucht hier. Ja, ich meine, wer hat das gesagt? Such dir einen Beruf aus, den du liebst, dann hast du nie das Gefühl zu arbeiten. Ja. Das geht euch beiden so.
Nicht jeden Tag rund um die Uhr, aber manchmal ist es auch Arbeit, manchmal muss man Sachen zu Ende bringen, das ist auch eine Disziplinfrage. Man kann nicht irgendwie alles immer ewig vor sich herschieben und so. Man heißt es dann eben, komm, heute 16 Uhr haben wir den und den Termin, das brauchen wir dann. Und so, dann wird es natürlich auch Arbeit, aber da ist wirklich was, ich weiß nicht, das kennt bestimmt jeder Mensch. Wenn du was arbeitest, was du einfach tierisch gerne machst und vielleicht sowieso machen würdest, auch wenn es kein Geld dafür gäbe, dann... Ja. Total. Ist denn so ein Konzert für euch ganz anders? Also spielt das eine Rolle? Hier sind heute wahrscheinlich so irgendwie um die 600 Leute. Also wichtig ist natürlich schon im Sinne von, man will erfolgreich sein, dafür macht man ja Musik, aber ist 600 oder 6000 eigentlich identisch? Weil ihr sagt, es geht immer darum, die mitzunehmen, die da sind. Könnten auch 60 sein? Können theoretisch auch 60 sein. 600 sind schöner als 60. Wie es bei 6000 ist, hatten wir auch schon. Es ist halt dann irgendwann ist man so ein bisschen vom Gefühl her, du kannst nicht 100 Meter weit zu Leuten Kontakt haben. Ne? Das heißt, wenn man so in Stadiontouren geht, waren neulich wieder bei U2 oder so, das ist einfach krass, weil die stehen da vorne auf der Bühne so klein irgendwie, keine Ahnung, gefühlt einen Kilometer entfernt sind die Letzten, die zuhören wollen. Ne? Und das, was ich eben mag an so Clubs wie hier, eurem oder etwas kleineren, ist einfach, dass man jedes Gesicht sieht. Einfach auch bis hinten hin, bis in die letzte Reihe. Wenn es Licht angeht, siehst du, ha, blond, brünett, lächelt, gähnt, weißt du so. Du hast da diesen Kontakt anders, als wenn es dann so ja, einfach in alle Richtungen größer wird. Aber dafür ist natürlich auch die Energie, die zurückkommt, von 6.000 Leuten nochmal eine andere Voltzahl als das, was, sagen wir mal, in einem 60er-Laden so in der Luft liegt. Also es hat beides, hat Vor- und Nachteile und am Ende freuen wir uns natürlich über jeden, der mehr kommt. Also jeder, der, wenn der Kreis größer wird, ist für uns natürlich auch toll. Komm mit mir auf Reisen, damit wir bleiben, wer wir eigentlich sind. Wer wir eigentlich sind, komm mit auf Reisen, damit wir bleiben, wer wir eigentlich sind. Bring das Feuer zu brennen, wenn auch Blut in dir klebt. Wer könnte hier noch spielen? Los, sag's, Timo. Käthe. Käthe. Wäre super, oder? Hat ihr noch nie gespielt? Glaube ich nicht. Käthe. Ja, aber gibt es noch einige. Clouseau hat ja hier sogar mal einen Preis bekommen in Goslar, aber weiß nicht, ob der vielleicht ein bisschen über unseren finanziellen Möglichkeiten geht. Ja, man kann ja mal fragen, ne? Meinst du? Glaube ich nicht. Kann ich mir nicht vorstellen. Vielleicht könnt ihr ja ein gutes Wort einlegen, das wäre ja so ein Anfang, dann wäre das ja einer. Ja. Ach, ich, so wie ich den kenne, ist das einer, der nicht nur so aufs Geld guckt. Also wenn dem was sympathisch ist und wenn euch das gelingt, die richtigen Orte zu finden, könnte ich mir gut vorstellen, dass der hier vorbeikommt und gerne hier spielt. Aber das wäre auf jeden Fall jemand, den ich auch empfehlen würde. Was ist mit Joris? War schon hier? Ja, Joris. Ja. Lotte, um mal ein paar Junge zu nennen. Lotte war tatsächlich mal bei uns auf dem Zettel, in Kombination mit anderen Künstlern. Also wir hatten im Frühjahr ja Max Giesinger. Mhm. In der Kombination, ich meine, das ist ja dieselbe Booking-Agentur auch, war das eine Idee, ja. Weil das ist tatsächlich ein Problem. Wir hatten außer Mia noch keine weibliche. Ja, also ich bin absolut für die Einführung. Und natürlich Anna. Für die Einführung der Quote. Immer mal ganz kurz. Die einzige Frau hier im Raum ist. Sehen wir uns also nicht anders, bitte. Wir sind vollkommen verschieden. Wir sind weit gekommen. Man schon das Kind zu weit weg, haben viel geschworen, doch auf die Liebe haben's oft gebrochen, haben die Verträge versteckt und schworen wir uns die Treue. Dann war's wohl ein großes Wort, es heißt, die Welt ist teuer, doch wir klauen den besten Ort. Wir sind Liebesgut, haben uns davon gestohlen, haben unser Leben geplündert, sind verlorene Kinder. Wir sind verlorene Kinder. Wir sind Diebesgut, können uns nicht wiederholen. Lohn dem ehrlichen Finder, wir sind verlorene Kinder.
sind Banditen. Wir haben uns mitgenommen, uns in der Freiheit versteckt. Auf gesperrten Wegen in Grenzgebieten haben wir hinterm Ende unsere Zukunft entdeckt. Und wenn wir stehen, dann keine Uhren, wir nehmen uns die Zeit. Im Vorfeld darüber gesprochen, für uns Schicht 10, macht man das nochmal? Kann man eine Band eigentlich zweimal holen? Das ist ja auch, war auch die Frage, war auch im Team nicht umstritten im Sinne von, die waren gar nicht so gut, sondern wollen wir, will das Publikum nicht immer jemanden Neuen sehen? Mhm. Wir haben gesagt, nee, Schicht 10, das ist eine Jubiläumsschicht, das können wir machen. Und wir haben uns dann gegenseitig versprochen, beim 100. würden wir euch wieder anfragen. Ja, sehr gerne. Wenn wir jetzt so weitermachen würden wie bisher, wäre das in 25 Jahren. Absolut. Ungefähr. Jetzt ich nehme jetzt schon diese Vitamine, diese kleinen und diese altersgerechten Sachen, die einen so ne? Das ist super. Vielleicht fängst du auch damit an. In 25 Jahren hätten wir 40-jähriges Bandjubiläum, weil wir machen das seit 15 Jahren. Ja. Insofern wäre es auch für uns ein Jubiläum. Aber wo steht Radio Doria in 25 Jahren? Wo kommt ihr dann her gerade? Seid ihr dann gerade... Also Moment, war das jetzt eine richtige Einladung? Das war eine richtige Einladung. Okay, dann stehen wir auf jeden Fall in 25 Jahren hier auf der Bühne bei Miners Rock gegen Schreck gegenüber. Yeah. Das strotzt jetzt vor Überleitung. Das sind natürlich, wenn man mit Profis arbeitet. Ja, ja, ja. Ich könnte jetzt natürlich sagen, wo ist eigentlich der erste Helm geblieben? Gibt's den noch? Ja, den gibt's noch. Wo ist gibt's den? Den hat Elle mal wahrscheinlich in ihrer Verwahrung. Das ist. Wir haben so eine. Frau Mörscherin, die hier beim letzten Mal unseren Bierwagen zerstört hat, weil sie dran gefahren ist. Ist sie? Ja. Oh, mit dem Spritter. Ja, Thorsten hat vorhin schon gesagt, Ellemann, kannst du mal kurz den Spritter wegparken? Ja. Wir haben extra Kack. Das ist übrigens der Grund, weshalb es keinen Bierwagen mehr draußen gibt. Die Theke ist jetzt drin. Okay. So, bei uns hat sich auch was getan in letzter Zeit. Also in diesem Sinne, das ist euer Helm. Oh. Schicht 10. Haltet hoffentlich auf. Wir kriegen jetzt keinen zugeworfen, oder wie? Nee, den hab ich und ich werfe ihn so rüber. Mir ist gerade noch ein Wortspiel eingefallen. Soll ich ihn werfen? Ja, ich schieße her. Wow, das war ja völlig aus der Luft gegriffen. War gut, oder? Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Ich wünsche euch viel Spaß auf der Bühne nachher und uns natürlich auch. Bis in 25 Jahren. Vielen Dank. Super. Bin ich doch abgebogen. Und mir scheint jeder meiner Fehler bis am Ende auf den Schritt. Und jeder meiner Fehler brachte mich zu dir zurück. Ich sag, es tut mir leid, kannst du sie vergeben? Vielleicht kannst du damit leben. Kannst du mit mir leben? Zwischen allem schlecht und gut, am meisten würde ich bereuen, hätten wir es nie versucht. Und wenn die Mauern mich immer wieder bauen, irgendwann zerfallen zu Staub. Nur weil du an mich glaubst, nur weil du mir vertraust. Und jeder meiner Fehler, und scheint jeder meiner Fehler, ist am Ende auch ein Schritt. Jeder meiner Fehler brachte mich zu dir zurück. Und für jeden meiner Fehler will ich sagen, es tut mir leid. Kannst du sie vergeben? Kannst du mit mir leben? Willst du mit mir leben?